der Optometrie ist ja eine Lotsenfunktion zwischen Patient und Augenarzt zu übernehmen, sprich eine Filterfunktion, Auffälligkeiten zu erkennen, am besten bevor sie der Kunde selbst bemerkt und dann gezielt verweisen zu können. Die Aufgaben eines Optometristen sind auf jeden Fall, das Auge einfach ganzheitlich zu sehen. Es gibt ja ganz, ganz verschiedene Faktoren. Es gibt den Tränenfilm bis hin, bis es dann auf der Netzhaut drauf ist. Und da ist es einfach wichtig, das Auge gesamt zu sehen. Also es geht nicht nur primär darum, eine Brille zu verkaufen, sondern auch genau hinzuschauen. Erweiterte Tätigkeiten durchführen, wie zum Beispiel Visualtraining bei Kindern, die Leseschwierigkeiten haben oder eben spezielle Beschwerden wie Kopfschmerzen oder auch Versorgung von Sehbehinderten. Spezialkontaktlinsen für gewisse pathologische Fälle am Auge, um ein paar Beispiele zu nennen. Also mit Visualtraining hat man einfach die Möglichkeit, vielleicht Sehprobleme zu lösen, mit denen man sonst irgendwo nicht zurande kommen würde. Von Grund auf an Sachen herangehen und wirklich dem Kunden dann wieder zu einem bequemen und ermüdungsfreien Sehen verhelfen. Es gibt wirklich viele Kinder, die einfach Probleme haben beim Lesen, beim Schreiben, und dann sind es oftmals gar nicht die Probleme jetzt wirklich in der Orthographie oder wirklich im Lesen, sondern es sind einfach eher die Probleme, dass die Fehler nicht sehen, und Fehler muss man sehen können. Ahlen ist im süddeutschen Raum eigentlich, finde ich, der Ansprechpartner. Wir haben das neueste Equipment, wir können auch mit der optischen Kohärenztomographie arbeiten, dass es einfach noch mehr ins Medizinische reingeht. Ich habe mich für die Hochschule Ahlen entschieden, weil mich einfach das Studienangebot hier überzeugt hat. Ich es einfach klasse finde, dass hier die Professoren wirklich aus Amerika eingeflogen werden und wirklich einfach super Professoren sind. Und man wirklich einfach so die neuesten Sachen vom Stand der Wissenschaft hier lernt. Außerdem finde ich es super spannend, dass auch die Studenten nicht nur alle aus Deutschland kommen, sondern wirklich international ausgerichtet sind. Und man damit die Möglichkeit hat, über den normalen deutschen Tellerrand der Augenoptik mal hinauszuschauen. Es gibt verschiedene Schwerpunkte. Es gibt zwei Partneruniversitäten aus Übersee. Einmal aus Boston und einmal aus Portland. Eben die Professoren aus Portland sind sehr spezialisiert im Binokularsehen, mit der Arbeit mit Kindern, mit Spezialmessmethoden. Und die Professoren aus Boston sind spezialisiert auf Augenerkrankungen. Die Amerikaner, die haben dieses optometrische System, dieser Primary Eye Care, schon relativ lange. Bei denen gibt es diese Ausbildungsstandard schon seit 30 Jahren. Wir eigentlich hinwollen. Das Gesundheitssystem ist komplett anders. In Amerika ist der Optometrist, also der Master, wirklich der Ansprechpartner und überweist direkt an den Augenarzt. In Amerika dürfen diagnostische Tropfen zum Beispiel auch verwendet werden, dass eine Pille aufgetropft wird oder ähnliches. Das dürfen wir in Deutschland noch nicht. Das ist auch im Moment einfach so die Regel. Allerdings lernen wir das Ganze auch ebenfalls hier, und dafür ist es eigentlich sehr, sehr gut.